Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr mehrere Accounts bei TikTok betreiben könnt, beziehungsweise mehrere Konten hier in der App führen könnt. Und zwar oben steht der Profilname und hier klickt ihr auf diesen kleinen Pfeil drauf. Und da könnt ihr jetzt zwischen den Konten wechseln. Wenn ihr noch kein Konto angelegt habt, dann müsst ihr noch ein Konto hinzufügen. Ja, hier könnt ihr jetzt entweder ein Konto mit den Google-Daten, mit den Facebook- oder Twitter-Daten anlegen oder ihr seid bereits angemeldet, dann könnt ihr das auch hier unten machen, wenn ihr schon ein extra Konto habt. Ansonsten, wie gesagt, hier registrieren, auch mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist das Ganze möglich. Und wenn ihr euch dann registriert habt und eben entsprechend fertig seid mit dem Registrieren, dann geht ihr hier drauf und könnt zwischen den Konten wählen. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.